Es kann keine Wende geben, wenn wir immer das Falsche subventionieren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Artenschutz geht jeden an. Gibt es keine Bienen, haben viele nichts zum Essen. Das soll sogar der Dümmste kapieren. Der Zusammenhang Artenvielfalt und Vorteile für den Menschen, der ist sehr, sehr deutlich, direkt und indirekt. Deswegen ist die Frage, warum Artenschutz wichtig ist, ein bisschen absurd, denn wir zerstören damit die Grundlage unserer eigenen Existenz. Ja, wir haben uns in ein System hineinmanövriert, wo man tatsächlich ohne Subventionen in der Landwirtschaft nicht oder so gut wie nicht überleben kann. Und dann ist es natürlich interessant, was wird denn da subventioniert? Die GAP besteht aus zwei Säulen. Die erste Säule, wo zwischen 60% und 70% von dem Geld landen, ist im Prinzip reine Flächensubvention. Egal, was wir anbauen, der europäische Landwirt kriegt seine Subventionen nach der Fläche und nicht nach der Sache, die er macht, ob er jetzt was Gutes oder was Schlechtes macht für die Umwelt. Im Moment ist es so, wenn ich eine Wildhecke pflanze oder auch eine Baumhecke, dann fällt die komplett aus der Flächenförderung raus. Es gibt eine zweite Säule, wo schon ländliche Räume gefördert werden, der Ökoanbau. Aber mir kommt es eher so vor, dass es so die kleine, der Trostpreis ist für das, was man eigentlich in der ersten Säule dann nämlich mit Flächensubventionen alles anrichtet. Es gibt nichts, was für dieses System spricht. Absolut nichts. Im Moment wird entschieden, wie in den nächsten 7 Jahren viele Milliarden Euro Steuergelder in der Landwirtschaft ausgegeben werden. Und wir alle können beeinflussen, wohin das Geld geht, dass es nicht nur an Landwirte geht, dafür, dass sie Flächen besitzen, sondern für ihre Leistungen, für die Allgemeinheit, für den Schutz der biologischen Vielfalt, der Tiere, der Pflanzen und der Lebensräume. Ich sehe das als Gemeinwohl. Das ist für jeden Bürger, für jeden Betrieb. Weil die Hummeln, die kann ich auch nicht wegsperren, dass die nur meine sind. Die fliegen auch zum Nachbarn. Und so soll es ja auch sein. Wir sehen jeden Tag bei uns auf den Feldern Hasen, Rehe und Fasane. Ich habe aber auch dieses Jahr schon 2-mal Rebhühner gesehen, die eigentlich fast ausgestorben waren. Die Landwirte, die bereit sind, auf einen Teil ihres Ertrags zu verzichten zum Wohle der Artenvielfalt und des Natur- und Umweltschutzes, die müssen auch mehr Geld aus der GAP-Reform bekommen. Da muss auf alle Fälle noch dran gearbeitet werden, dass eben dieser Mehrwert der ökologischen Landwirtschaft mit Umweltschutz, Klimaschutz, was da alles dazugehört, eben noch stärker gefördert werden sollte. Wir als ökologische Betriebe brauchen mehr Geld für die Biodiversität und müssen einfach das honoriert bekommen, was wir an guter Arbeit leisten. Weil das einfach ja, unsere Lebensgrundlage ist. Wenn ihr uns unterstützen wollt und auch den ökologischen Landbau, dann schreibt eine E-Mail an die Frau Klöckner. Macht's mit bei unserem Projekt, sendet die E-Mail an die Frau Klöckner, um da jetzt im Entscheidungsprozess der GAP noch was in Bewegung zu setzen.